Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein aussortiert Flop-Video für dich. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe mich ein bisschen durch meine Sammlung mal wieder getestet, was ich ja im Prinzip permanent mache, ne? Also ich versuche immer mal wieder zum einen neue Produkte auszuprobieren, um sie mit euch zusammen zu testen. Und dann ist es auch so, dass ich mich stundenlang in diesem Zimmer aufhalten kann, um einfach durch meine Produkte mich durchzuswatchen und mal wirklich intensiv darüber nachzudenken, brauche ich dieses Produkt gerade wirklich oder eher weniger. Es ist zum Beispiel so, dass ich jeden Tag einen unterschiedlichen Highlighter verwende, eine unterschiedliche Lidschattenpalette, einfach um so ein bisschen mich durchzutesten. Genau, und dann fallen mir auch manchmal einfach Produkte in die Hände, die theoretisch dran wären und ich dann einfach denke, boah, nee, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Und dann versuche ich nochmal drüber nachzudenken, warum habe ich da keinen Bock drauf? Ich meine, ich sollte jedes Produkt, was ich in meiner Sammlung habe, theoretisch echt gerne mögen. Und ja, tue ich aber nicht, scheinbar. Denn sonst wird es nicht fliegen. Ich habe super viele, auch sehr hochpreisige Produkte aussortiert. Aber wir starten einfach mal mit Nagellack. Da habe ich zuallererst hier von Douglas einen aussortiert. Der ist schön von der Farbe her, hält aber leider nicht auf meinen Nägeln. Das ist der Nail Polish von Douglas in der Farbe Pastell 420 Mint Flower. Also wirklich eine geile, geile, geile Farbe. Ich liebe solche Mintgrünen. Oh, mega geilen Lacke. Und ja, also da hält der von Essie in der Farbe Minty Mint, glaube ich, habe ich mir aufgeschrieben, ja, hält einfach besser. Und deswegen ist der hier jetzt aussortiert und ja, ich brauche ja nicht quasi den gleichen Farbton zweimal. Falls übrigens irgendwas in dieser Sammlung, was ich oder in diesem Video, was ich hier zeige, dein absolutes Lieblingsprodukt sein sollte oder so, fühl dich bitte nicht von mir jetzt irgendwie angegriffen, weil das hier geht wirklich einfach nur um die Produkte und nicht um irgendwelche Menschenlieben, ne? Also das ist jetzt einfach nur ausprobiert, hat nicht funktioniert, aufgrund von was auch immer. Ich habe auch eine trockene, sensible Haut, da kann es auch einfach sein, dass eine Foundation nicht richtig bei mir funktioniert oder so, ne? Alles ist möglich und die Produkte werden immer weitergegeben in Trash-Paketen zum Beispiel. Kommt bald wieder Trashosaurus bei mir an. Außerdem ist bald Mädelsabend und da stelle ich auch immer gerne eine Kiste für meine Mädels hin, dass die sich da was raussuchen können, wenn die Bock haben. Ne? So ist es halt auch eine relativ nachhaltige Geschichte. Die müssen nicht in die Drogerie oder sonst irgendwo hingehen, um sich Sachen zu kaufen und ich, ja, habe halt genug da, um denen was zu geben. Und ja, dann ist es natürlich auch noch so, dass ich gerne Pakete packe und dann über eBay-Kleinanzeigen verschenke oder wir haben in der Nähe auch die ein oder andere Einrichtung, wo es auch immer gern gesehen ist, wenn man vorbeikommt. Und da werden auch benutzte Produkte angenommen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich. Habe ich auch schon oft mitbekommen, dass gesagt wird, nee, wir nehmen nur neue Produkte an. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, ne? Genau, das nur so viel dazu. Und ein kleiner Aufruf, das mache ich immer unter meinen aussortiert Videos. Falls du Bock hast, irgendwie ein Trash-Paket oder so zu starten, sind meine Kommentare dafür frei. Also da könnt ihr euch gerne suchen und finden und Gruppen bilden zum Beispiel. Lernt euch da super gerne kennen, denn ich weiß, diese Community ist so eine richtig liebevolle und tolle Community. Und ja, da lasse ich euch gerne die Tür offen, dass ihr unten unter diesem Video euch einfach kennenlernen könnt. Ich glaube, das wäre eine ganz coole Idee, ne? Falls ihr Bock habt und vielleicht seid ihr sogar neu und so, dann schaut einfach mal unten vorbei. Da ist immer jemand, der noch jemanden sucht. Und ich weiß, dass schon die ein oder andere coole Gruppe sich gebildet hat und ja, finde es richtig cool. Also, so viel zum ersten Produkt, wow. Gehen wir zum nächsten Produkt über. Da habe ich ebenfalls einen gefunden, den ich besser finde, und zwar von M. Asam. Ne, da gibt es irgendwie den Lima Lime oder so. Habe ich den gerade drauf? Nö. Von Trend It Up habe ich hier nämlich den gelben in der Farbe 147. Eigentlich eine ganz geile Farbe, aber ich finde, dass der Lima Lime einfach ein bisschen besser auf meinen Nägeln hält, weil ich habe runde Nägel, ne? Das ist der Endgegner für jeden Nagellack gefühlt. Von Biu habe ich einen. Da habe ich den Essie Aroba Blue, den ich besser finde. Der ist relativ flüssig, dieser Nagellack. Ne? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich auch mit meinen runden Nägeln schwierig, weil dann fließt das halt relativ schnell weg. Der ist jetzt hier in der Farbe. Joa. 40X in Key 61 vielleicht, ich weiß es nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall der Ton. Ich mag gerne solche, ne, sieht man kaum, ne? Man sieht es mir an, dass ich auf Boden stehe, glaube ich, und deswegen geile Farbe, aber da habe ich einen, der halt eine gleiche Farbe hat.
Hier kommen wir jetzt zu einer Foundation, die mir einfach nicht gut gefallen hat. Die habe ich auch mit euch zusammen ausprobiert und ich dachte, das wird ein mega cooler Weihnachtslook. Leider nein. Jedenfalls nicht wegen, also mit der Foundation. Die hat nachher auch gut gehalten, die hat funktioniert, aber sie ist mir echt auf den Keks gegangen. Und danach habe ich sie auch noch zweimal verwendet. Einmal mit einem anderen Primer und einmal komplett ohne Primer. Und beide Male hatte ich das Problem, dass die sich abgelöst hat. Also das war ganz blöd. Wenn ich da nicht wirklich super viel Setting Powder und Setting Spray und Rampampam drüber packe, habe ich nachher einfach keine Foundation mehr oder ich habe einfach so Löcher in meinem Gesicht von Foundation. Das sieht auch irgendwie blöd aus. Ich spreche hier von der M. Asam Magic Finish Supercharged Serum Foundation und ich habe die Farbe 120 Soft Ivory. Genau. Ich hatte eigentlich echt Bock drauf gehabt, die neuen Produkte von M. Asam Magic Finish zu mögen. Aber die habe ich leider nicht so gerne gemocht. Das tut mir auch ein bisschen leid, ne? Dann habe ich hier einen Highlighter, der mir leider zu Gold ist, auch wenn die Verpackung wunderschön ist. Ich glaube, ich habe den anderen davon im letzten Aussortiert-Video. Eyed Revolution Duchesse ist das. Kitten Soft Powder Highlighter. Ja, also Verpackung, hallo, hier bin ich. Wunderschön, ne? Also, ich mag das mit den Pfoten, aber er ist zu Gold. Er ist einfach zu Gold. Du hast hier auch eine Pfote mit eingestanzt, was ich ja richtig cool finde, auch wenn ich kein Katzenfan bin, ne? Auf so einen Kram stehe ich einfach. Aber der ist auf meinem Gesicht zu Gold, zu dunkel irgendwie. Und ich bin halt wirklich extrem blass und das sieht sowas dann leider nicht aus. Aber die hatten, glaube ich, nur die zwei Töne, die ich ausprobiert habe. Der eine war mir viel zu kühl und der war mir viel zu Gold. Keine Ahnung, das hat bei mir halt nicht funktioniert. Ja, jetzt kommen wir mal zu einer Geschichte. Die ist sehr traurig, Leute. Ich wollte eine Sammlung beginnen. Und diese Sammlung habe ich auch gehabt oder habe auch noch ein paar davon, weil ich hier richtig geil finde. Aber dann hat Too Faced es leider echt hart übertrieben und irgendwie gefühlt jeden Monat 5 neue Paletten rausgehauen, sodass ich einfach niemals die Möglichkeit hatte, mir diese Sammlung zu komplettieren. Und dann hat es keinen Spaß mehr gemacht. Vor allem hat man auch anhand der Qualität bzw. anhand der Farbkonstellation gemerkt, dass die echt einfallslos geworden sind. Ich weiß nicht, welche von diesen Paletten ich schon geswatcht habe, welche ich davon schon ausprobiert habe und welche einfach nur in meiner Sammlung stand. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen kann ich diese Paletten eigentlich nicht verlosen. Vielleicht mache ich das aber. Ich weiß es nicht, weil die kosten ja auch ein ganz schön großes Geld. Ne? Das sind nämlich diese, diese kleinen Paletten, die ich eigentlich echt süß finde. Vielleicht kommen die auch ins Trashy. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich da auch eine Instagram-Verlosung oder sowas von. Wir schauen einfach mal. Ich habe mir alle davon, die ich jetzt hier weitergebe, selber gekauft. Ich habe mal eine von meinem Freund geschenkt gekriegt. Und, zwei. Shake Your Pom-Poms und ich glaube die erste, die ich davon hatte. Und dann habe ich noch eine, die ich auch richtig schön finde. Und das sind auch die Paletten, die dann bei mir bleiben werden. Ich werde sie nicht weiter sammeln und ich werde alle anderen weitergeben. Ich werde das einfach, ich finde die, naja, auf jeden Fall habe ich hier die Let's Play. Die ist einfach nicht mehr so schön. Nee, von der Konstellation. Ich glaube, die habe ich nie geswatcht. Ich muss echt mal gucken. Vielleicht packe ich die auch wirklich generell in so eine Verlosung rein, weil die sieht halt echt neu auch aus, ne? Ja. Ist eigentlich ganz schön, ne? Hat ein tolles Inner Corner Highlight. In der Theorie spricht sie mich auch echt an. Aber in der Praxis muss ich leider gestehen, dass ich sie echt öde finde und ich einfach andere Paletten habe, die da einfach viel mehr drauf haben. Und dann ist es halt irgendwie schade, ne? 25 Euro für so eine Palette. Naja, ja. Und wahrscheinlich, wenn dieses Video online ist, die Produkte, die hier sind, die werden auch gar nicht bei mir, nicht mehr bei mir sein. Also bitte schreibt mich auch nicht an. Ich kriege meistens nach diesen Videos ungefähr 20 Nachrichten, ob ich noch das und das Produkt da habe, ob ich das weitergeben würde. Leider nicht. Also wenn ich Produkte weitergebe, dann wirklich nur in der Verlosung, ne? Also das mache ich wohl, aber sonst mache ich das halt eigentlich super ungern. Oder halt in Trash-Paketen. Dann habe ich hier die Be My Lover Palette. Die ist eigentlich ganz süß, aber halt irgendwie auch von innen super langweilig. Also die erinnert doch jetzt schon fast an die Palette, die ich euch gerade gezeigt habe, oder? Ist schon traurig. Also finde ich, dass die halt so. Und die kamen alle so nacheinander super schnell auf einmal raus. That's My Jam habe ich auch hier. Ach, ist alles so lieblos. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, ob ich die. Habe ich die jemals benutzt? Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich Verlosungspakete packe, frage ich dann die Person, die was gewonnen hat, ob sie halt Lust hätte, so eine Palette zu bekommen. Und dann lege ich die einfach mit bei. Salted Caramel habe ich hier auch. Da habe ich ja auch diese Weihnachtspalette mir letztes Jahr, glaube ich, gekauft. Ne? Die Gingerbread Spice oder Extra Spice. Und da habe ich halt, ja, die ist auf jeden Fall verwendet. Da habe ich auf jeden Fall diese Töne auch schon mit drin. Und weiß ich nicht, die riecht super angenehm nach Karamell. Also wirklich, wirklich gut, ne? Aber
weiß ich nicht. Ja, ich glaube, die habe ich nie verwendet. Kitty likes to scratch. Ich glaube, die gebe ich mal irgendwann Marion, weil die halt auch so eine katzenbegeisterte Frau ist. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich ihr damit einfach eine Freude machen würde. Sieht auch echt süß aus. Wirklich hübsch, ne? Aber ja, ist halt dann auch schon wieder eine Nude-Palette. Ja, weiß ich nicht, was Too Faced sich da irgendwie gedacht hat. Weil wenn man solche Paletten sammelt, dann möchte man ja nicht nur, dass die Optik von den Paletten an sich sich verändert, sondern dass es halt auch von den Farben her ein bisschen was anderes wird, ne? Die hier fand ich ganz furchtbar. Super hässlich, sorry. Too Faced Light My Fire. Ja, wow, ne? Also hübsch ist wirklich nicht das. Wirklich nicht. Wobei ich da die Farben gar nicht so verkehrt fand. Also die wäre tatsächlich von der Farbkonstellation her noch das, wo ich sagen würde, ah, die würde ich vielleicht noch behalten, aber dann ist sie einfach so pottenhässlich von außen. Warum? Weiß ich nicht, ne? Also solche Töne in der Kitty Likes the Scratch Palette und ich hätte sie selber behalten, die habe ich auch noch nie verwendet, das sehe ich auch richtig, ne? Ja, das heißt, also die werde ich dann demnächst mal in der Verlosung oder so weitergeben. Jo, mal gucken. Ne? Genau. Ja, das ist natürlich jetzt spektakulär gewesen und das tut mir auch wirklich im Herzchen weh. Und da saß ich lange vor diesen Paletten und habe überlegt, ob ich sie jetzt weitergeben möchte oder nicht. Aber ich muss halt auch sagen, ich habe hier neben mir so ein schmales Billy-Regal stehen. Also nicht dieses CD-Regal, sondern das, ja, die Mittelgröße ist es quasi. Und das habe ich voll mit Lidschattenpaletten. Und wenn das voll ist und ich kaufe auch immer Nachschub oder bekomme Nachschub zugeschickt, dann ist das voll, da muss ich aussortieren. Ne? Das ist so ein Limit, was ich mir persönlich einfach gesetzt habe, damit es hier einfach nicht zu krasse Ausmaße annimmt. Sei denn, ich komme irgendwann auf die absurde Idee, dass ich dann noch ein Regal daneben stelle oder so. Man weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich hier das nächste Produkt und da war ich jetzt vorsichtig bei meinen Lippenprodukten bei. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht mehr als dieses Lippenprodukt aussortiert. Die anderen werden demnächst komplett in einem eigenen Video aussortiert, weil es sind so viele Lippenprodukte. Das dauert auch richtig lange. Das hier ist von Spectrum Zodiac und ich glaube, der ist gekippt. Also ich wollte den Weihnachten auftragen und der war so krümelig. Bah, den habe ich direkt wieder runtergenommen. Das war ein ganz ekliges Gefühl, aber der ist noch nicht alt. Ne? Den habe ich 2021 in so einer Surprise-Box drin gehabt, aber der ist so bleh, auf den Lippen. Wunderschön, aber leider super bäh. Und deswegen ist es das, ich glaube, einzige Produkt hier, was wegkommt. Ich weiß es noch nicht genau, müssen wir mal gucken. Dann habe ich hier eine Mascara von Kryolan, die einfach leider zu wenig gemacht hat. Die Supreme Volume Mascara. Fand ich, als ich die beim, ich glaube, Full Face Beauty Boxen war das, ne? Habe ich die ausgetestet und euch auch gezeigt und so. Fand ich die gar nicht so schlecht, habe aber auch gesagt, naja, ist eher eine Alltagsmascara. Aber ich habe so viele Mascaren, da brauche ich keine Alltagsmascara, weil ich mich meistens binär schminke, also ganz oder gar nicht. Und nee. Dann trage ich halt nur eine Schicht von, keine Ahnung, meiner Tarte Maneater Mascara oder sowas auf. Ne? Muss man halt auch so da mal sehen. Deswegen wird die weiter wandern. Das Ding bei Mascaras ist halt tatsächlich, dass sowas geht dann auch an meine Familie oder an meine Freundin, sofern sie das möchten. Ne? Also die wissen, dass ich das dann schon ein, zwei Mal ausprobiert habe oder so. Aber ja, ne? wir kennen uns halt echt sehr, sehr gut und ja, das ist dann halt eine Sache für sich. Das muss man für sich selber entscheiden, weil Mascaren und Lippenprodukte ist immer so eine Sache. Da muss man einfach gucken, inwiefern man das halt auch weitergeben möchte oder annehmen möchte und ja. Das kann man dann selber so entscheiden, aber meine Freundinnen freuen sich da eigentlich immer ziemlich drüber und ja, funktioniert ganz gut. Ne? So, dann habe ich hier zwei, ja, Konturstifte ist es nicht wirklich, zwei, ja, Cream-Base-Produkte, hier habe ich jetzt das erste, die man einfach ungefähr gar nicht sieht. Das hier ist jetzt von Kes Berlin, dieser Stick mit Blush und Highlighter in der Farbe Tan. Den habe ich vor ziemlich einem Jahr gekauft, als ich, ist gar kein Blush, ne? Nee, es ist ein Bronzer oder ein Kontur eigentlich. Für meinen Full, hier, Influencer-Marken im Test habe ich das gekauft. Den siehst du ungefähr nicht, ne? Und das fand ich echt doof. Also es war für mich zu wenig. Und hier habe ich dann den Highlighter und auch der war relativ mau und deswegen wird er desinfiziert und kommt dann in Trashy rein oder so. Ja, aber ich brauche den jetzt so nicht. Ne, da habe ich, ich habe da sowieso super rigoros aussortiert, da kommen wir gleich auch noch zu. Super viele Cream-Produkte habe ich auch sortiert, bevor die mir kippen. Die muss ich aber alle vorher nochmal durchtesten. Ja, und hier habe ich den von Got2b, Too Sun.
Ken, siehst du gar nicht. Also das ist echt ein Trauerspiel, ne? Mit diesem Produkt. Also ich weiß nicht, wer den tragen soll, denn ich bin ja schon hell. Den musst du ja tragen, wenn du noch heller bist. Rothaarige kann ich mir das gut vorstellen. Die sind ja wirklich vom Teint her noch heller, als ich das bin. Dann könnte das funktionieren. So, hier habe ich jetzt ein Produkt, da muss ich kurz nachlesen. Ja, genau, da habe ich die Eveline Cosmetics Contour Sensation 3-in-1 Geschichte. Ist ein Blush und Bronzer und ein Highlighter. Der Bronzer und der Blush sind eigentlich ganz schön, aber jetzt auch nicht super Spezielles oder so, ne? Und der Highlighter ist halt echt doof. Also der ist nicht schön, der ist irgendwie zu dunkel, der ist zu... nicht meine Welt. Eveline hat total schöne Produkte im Sortiment. Das muss ich wirklich sagen. Gibt es bei Cosmetic for Less zu kaufen. Gutes Produkt an und für sich, aber ist halt nicht so exorbitant krass, als dass ich das in meiner Sammlung behalten wollen würde. Ja, die ist mir irgendwie einfach zu crazy. Bella Pierre Cosmetics Ultra Glow Highlighting and Bronzing Palette. Ja. Irgendwas hat die, dass ich die geil finde. Irgendwas hat die, dass ich die gar nicht geil finde. Vor allem hat sie längliche Fännchen, was ich gar nicht geil finde. Die kannst du eigentlich super auf Reisen mitnehmen, weil du hast halt hier immer so einen schönen Ton für die Lidfalte. Und die hier kann man sich dann wirklich schön auf die Augen geben. Aber ich bin kein Fan von solchen Paletten. Weil als Base-Palette, als Bronzer, ist mir dieses Fännchen einfach zu klein. Da hätten die beiden Fännchen zusammenlegen sollen oder so, ne? Ist nicht meine Palette, leider. Auch wenn eigentlich der Highlighter, der hier, den finde ich total klasse und den kann ich auch echt toll verwenden. Aber die anderen Produkte, also im Prinzip die beiden kann ich nicht als Highlighter verwenden. Dieser Bronzer ist mir zu, ich kann da nicht drin rumwühlen genug, ne? Deswegen, ja, muss die leider gehen. Dann habe ich eine Palette auch just mal gerade erst in meinem Full Face Beauty Boxen ausprobiert. Habe ich jetzt hier schon eingepackt von Kia T London. Ist das diese Bronzing Palette, die eigentlich wirklich hübsch ist. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren, aber ich finde sie halt brutal langweilig. Auch der Look, der dabei rumgekommen ist, war schön. Aber ich hätte ihn mit so vielen anderen Paletten, die ich habe, ebenfalls schminken können. Also schöne mattschwarze Verpackung. Da sind 9 Fännchen drin. Man kann diese Schimmertöne auch super mit einem Pinsel auftragen. Das fand ich halt einfach grandios, ne? Also da brauchst du nicht zwingend dass du es mit dem Finger auftragen musst, ne? Aber ihr seht es ja, eine sehr neutrale Palette. Den Ton, den finde ich wunderschön, habe ich in super vielen anderen Paletten. So einen Goldton habe ich einfach auch in super vielen anderen Paletten. Und alle anderen Töne brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Ja, ist klar. Und dementsprechend, ja, darf die einfach in bessere Hände wandern. Und ich weiß zum Beispiel, dass meine Freundin auch super gerne so natürlichere Paletten mögen. Die sind nicht so ein bunter Vogel wie ich, was halt so Lidschatten und so angeht. Und deswegen, also... werde ich denen damit sehr wahrscheinlich eine große Freude machen, weil das ist einfach auch ein gutes Produkt. Ne? Also, wie gesagt, der Look war schön. Ja, aber ansonsten darf die jetzt gehen. Dann habe ich hier eine, die ich ebenfalls relativ öde finde. Und zwar ist das von Steve Laurent, diese Birthday Edition Palette, die per se auch echt wiederum echt schön aussieht. Ne? Auch wieder irgendwie dieses gleiche Format. Ich weiß nicht, ob die aus der gleichen Firma letztendlich irgendwie herstellungstechnisch kommen. Ja, hier sind einfach solche Töne drin, die alltagstauglich sind und eigentlich ganz hübsch aussehen, womit man auch ein kleines bisschen eskalieren kann, wenn man möchte. Aber an und für sich ist man da einfach mehr so im peachigen Nude-Bereich unterwegs. Ja. Ne? Haut mich nicht von den Socken. Dann habe ich einen Highlighter, der mir einfach zu dunkel ist, leider. Von Maybelline. Den Face Studio Chrome Metallic Highlighter in der Farbe 100 Molten Gold. Ja. Ne, goldene Highlighter und man sieht es direkt. Das ist nicht meine Farbe. Das hier ist eine Glitzerbombe und zwar von Kiko aus der Holiday Gems Shine On Highlighter in der Farbe 02 Shimmering Stardust. Ja, der Name sagt schon, ne? Collection, also aus der Weihnachtsedition 2020 müsste das gewesen sein. Und man sieht es ihm auch schon an der Oberfläche an, wie glitzerig der ist, ne? Und den wollte ich Weihnachten eigentlich tragen, weil ich dachte auch, das passt ja eigentlich ganz gut. Wow, also ich hatte keine Farbe so auf den Wangen, also kein, ne, das hat man halt farbtechnisch nicht gesehen, aber ich hatte richtig Glitzer. Nee, mag ich nicht so gerne, da bin ich eher für so erwachsenen Glow oder so. Dann habe ich eine Lidschattenpalette, die ich einfach furchtbar langweilig mittlerweile finde. Ja, leider, Fenty Beauty. Die Nummer 9 habe ich hier, Snap Shadow 9 Wine. Genau, ja, ich weiß nicht, also diese Fenty Lidschatten... muss man nicht unbedingt haben, finde ich mittlerweile. Also das, ich, ja, habe mich eigentlich in meinem Full Face Beauty Box, Full Face Fenty
gerne damit geschminkt, aber dann habe ich mich letztens nochmal damit geschminkt und habe mir echt gedacht, boah, ist das öde hier. Nee. Nee. Da kann sich jemand anders drüber freuen. Ja, holy moly. Hier habe ich jetzt auch eine Palette, die eine sehr schwierige Color Story hat. Und zwar ist das die Hatice Schmidt Labs Holy Palette. Die Day habe ich behalten, weil ich die einfach richtig klasse finde. Die Holy, muss ich leider gestehen, finde ich von der Color Story einfach schwierig. Da kann ich nicht so geile Looks mit schminken. Ich habe die 2 Tage hintereinander versucht, auf mein Auge vernünftig zu bringen. Das hat nicht schön ausgesehen. Und ich bin nicht schlecht im Schminken, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Ich schmink mich oft und ich finde, dass ich da auch mittlerweile eine gute Technik für mich gefunden habe. Aber irgendwie wollten diese Töne nicht funktionieren. Überhaupt nicht. Nicht mal das Gelb, was ich einfach liebe. Naja, aber gut, ja, das war einfach dann schade Schokolade, nix für mich, ne? Die oberste Reihe ist mir einfach zu graustichig. Natürlich ist der erste Ton direkt grau, ja, aber auch die anderen beiden Töne sind mir einfach zu schmutzig. Das funktioniert einfach bei mir nicht, weil ich da einfach nicht der Typ für bin. Die Schimmertöne, die sich hier befinden, sind schwierig, wirklich schwierig, genauso wie auch der Faith. Dieser Infernum ist halt eine ganz besondere Textur, klar, ne? Aber rote Lidschatten ist auch immer schwierig. Da sieht man schnell merkwürdig mit aus. Und ja, das Venenum, das Gelb ist natürlich geil, aber ich habe mittlerweile so viele tolle Lidschattenpaletten, die auch ein geiles Gelb drin haben, dass ich das für den Ton nicht behalten muss, ne? Schade, wirklich schade. Also mir tut es auch echt weh, ne? Ja, aber nö. Also die habe ich gut verwendet, die habe ich viel verwendet, aber nö. Mittlerweile ist einfach die Luft raus zwischen uns beiden. Dann habe ich hier auch eine Palette, wo es mir auch weh tut, weil sie nicht günstig ist. Aber ja, steht mir halt nicht. Nö, Huda Beauty, Ruby Obsessions, heute habe ich die Emerald Obsessions drauf. Rot steht mir nicht. Nee, also diese krassen Rot-Rot-Töne stehen mir einfach nicht. Ich sehe damit krank aus, ne? Also ich habe Videos damit gedreht, ich habe die Videos geschnitten und mir gedacht, eieiei, Claudinchen, du siehst aus, als hättest du geheult. Nee, ne? Also, nee. Nö. Einfach nee. Da kann sich jemand anderes drüber freuen, der da definitiv mehr Freude dran hat als ich. Dann habe ich hier noch 2 Nagellacke aussortiert. Einmal ist es dieser hier. Wunderschöne Farbe, stehe ich hart drauf. Von Sally Hansen in der Farbe 180 Rosy Revita. Ja, geile Farbe, ne? Oh, wie finde ich den toll? Ist der hier irgendwie gerade? Ja, der ist gerade auf meinem Nagel drauf und der ist halt super schwierig. Ich habe 4 Farbschichten auf diesen Nagel machen müssen, damit der halbwegs decken wird. Das sieht wunderschön aus. Ich liebe dieses Barbie Pink, ernsthaft. Aber das ist ein kompliziertes Vieh. Nee, das will ich nicht. Mir reichen 3 Farbschichten. Dann habe ich ja auch noch einen Unterlack und dann noch einen Überlack. Irgendwann ist auch mal gut gewesen. Und den hier, den habe ich quasi doppelt in der Farbe, also Essence, Shine Last and Go, 13 Legally Pink. Da habe ich einen von Nails Inc., der wirklich ziemlich genau identisch ist. Also ich weiß gar nicht, welchen von beiden ich jetzt auf welchen dieser Nägel drauf habe. Man sieht es, ne? Hier sind, so erkenne ich das nämlich, indem ich meine Nägel nach Zufallsprinzip lackiere und dann merke so, hä? Irgendwie sehen die gerade gleich aus, ne? Deswegen, der darf dann gehen. Ja, jetzt kommen wir zu einem verrückten Part. Wie auch letztes Mal habe ich mich etwas intensiver mit meiner Schminksammlung beschäftigt und große Mengen von einem bestimmten Produkt aussortiert, wo ich einfach sage, nein, verwende ich nicht in der Masse und bevor sie mir schlecht werden, werden sie weitergehen. Und da ist die Rede von Liquid Highlightern und Liquid Blushes. Liquid Blushes habe ich gar nicht so super viele da, aber ich habe jetzt die aussortiert, wo ich gesagt habe, die werde ich eher am wenigsten verwenden. Bei dem hier bin ich mir gar nicht sicher, ob der noch gut ist, weil der sich irgendwie immer wieder trennen will, aber hier steht extra Shake Well drauf. Also ich glaube, das muss so sein, von Uslu Airlines. Das war immer mal wieder, ich glaube, in der Insta-Box war das mit drin, in der Luxury-Box war das, glaube ich, auch öfters mal mit drin, ne? In der Farbe Jill, oder Jill ist ja quasi dieser Airport, ne? Ist das ein Liquid Blush? Ja, ist eine schöne Farbe, wenn man wirklich sehr, sehr hellhäutig ist und einen dezenten Blush haben möchte. Ja, ich lasse es jetzt weiter wandern, weil irgendwer wird sich sicher drüber freuen. Dann habe ich von Downtown Paris diesen Blush, ja, der jetzt einfach aussortiert worden ist. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Liquid Blushes behalten. Vor allem mag ich aber tatsächlich mittlerweile Cream Blushes, also feste Cream Viecher, wie zum Beispiel den Milk Stick. Ja. MCO Beauty, den hatten wir letztens erst in der Box drin, der ist mir einfach zu, da muss ich echt aufpassen. Cheek and Lip Tint, Flamingo Pink, der wird auch gehen, ne? Der ist schon sehr, 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 sehr heftig unterwegs. Der ist mir zu dunkel von Nude Sticks, Magnetic Plush Paints.
Die sollen ja so geil sein. Aber ja, also ich stehe da jetzt nicht so ultimativ drauf. Ist nicht so ganz meine Welt. Ilikia Beauty, stimmt, da habe ich einen von behalten. Den hatte ich mir nämlich umgefüllt. Der war vorher in so einer Pipettengeschichte drin. Und dann habe ich das in so ein Cushion Foundation Ding reingemacht. Den hier werde ich aber weitergeben. Das ist von Ilikia Beauty, der Blush Liquid. Genau, in dieser Tubenformgeschichte. Der darf weiter wandern. Hat der eine Farbbezeichnung? Nö. Nö, nö, nö. Und dann habe ich hier noch einen Stick, den ich aussortiert habe, wobei das eher der Highlighter-Stick ist. Und deswegen kommen wir auch schon zu Highlightern. Highlighter präferiere ich dann eher in so einer Form wie hier jetzt von Charlotte Tilbury. Den hier. Ne? Also das ist so meine Applikationsform von Liquid-Highlightern, die ich gerne mag, die ich auch gerne verwende. Und das ist halt eine Tube, die vorne so ein Schwämmchen dran hat. Natürlich bedeutet das, man sollte dann auch relativ sofort diese Produkte aufbrauchen, weil ansonsten könnten die nicht mehr so schön sein und schnell kippen. Aber ein Highlighter-Stick mag ich nicht so gerne, weil das bei mir einfach nicht gut aussieht. Das ist halt meistens einfach zu trocken für mich, weil ich bin ja schon trocken. Ich bin ja schon trocken. Ich habe ja schon eine trockene Haut. Und diese Highlighter-Sticks sind meistens zu trocken. Wobei Blush-Sticks nicht so trocken sind. Die trage ich dann halt auch irgendwie mit dem Foundation-Pinsel auf. Das funktioniert einfach anders bei mir. Und der hier ist sowieso von der Farbe her grottig. Kann man nicht anders sagen. Der ist von MCO Beauty, ist die Farbe Rose. Und ja, nee. Nee. Ist nicht meine Farbe. Dann habe ich hier, ich glaube, den muss ich aber wegtun, von Tease Style Addict Highlighter Body Heat. Ist eher was für den Körper, ne? Und Körperhighlighter und ich, wir sind halt nicht die allergrößten Freunde des Universums. Riecht aber eigentlich noch in Ordnung. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Sammy schnarcht im Hintergrund, läuft bei ihm, ne? Ja, ist halt so ein Jelly Highlighter. Mit sowas komme ich auch nicht klar, weil mir das einfach von der Applikation her nicht gefällt. Dann habe ich hier. Letztens erst in der Box drin gehabt von Puro Bio Resplendent Liquid Stardust. Der ist schon krass, ne? Aber wann brauche ich den auf? Also ich habe echt ein paar behalten, aber einen Großteil gebe ich jetzt einfach weiter. Hier habe ich noch so einen Jelly Fee von Maybelline Face Studio Chrome. Der ist mir, by the way, halt auch irgendwie echt eingetrocknet. ist in der Farbe 20 Metallic Rose. Und ja, ich glaube, der ist mir eingetrocknet, weil wo ist das Produkt bitte hin? Ne? Kann man nicht anders so. Was ist das? Ne, der ist mir eingetrocknet. Ja, das ist jetzt alles sehr fest und halt auch sehr dunkel. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Oh, manchmal ist das echt ein bisschen crazy. Also das ist ein Au im Arm. Dann das zweite Produkt, was geht. Das hier wird auch gehen, weil ich glaube, das ist auch nicht mehr so gut. Ne? Hypoallergenic Bare Liquid Glow Highlighter Intense Shine. Das sieht nicht mehr gut aus. Ne? Und wenn man Bedenken hat, ob ein Produkt noch gut ist, sollte man es echt weitergeben? Ja, und das hier, also sowas ist halt einfach immer für mich ausschlaggebend dafür, dass ich sage, ich muss mal durch meine Sammlung durchgehen und gucken, was davon überhaupt noch irgendwie brauchbar ist, wirklich, ne? So, dann habe ich hier einen von Judith Williams. Auch das, ich glaube, man muss es einfach schütteln, aber ich bin mir da nicht sicher, ne? Weiß ich nicht, das trennt sich dann auch schon wieder. Judith Highlighting Drops, Jugendlicher Glow, Weichzeichner-Effekt, auf gar keinen Fall. Feuchtigkeit, naja, ich weiß ja nicht, ne? Mit Hyaluronsäure ist okay, aber nicht für mich. Also, nee. Dann habe ich hier von Ilikia Beauty Illuminateur Naturel. Das ist mir einfach zu eisig. Das ist mir nix. Das mag ich leider nicht so gerne an mir leiden. Hier habe ich von Spectrum was drin. Das muss man richtig doll durchschütteln, weil sich das auch immer richtig absetzt, weil das ist richtig grob, ne? Das ist krasses Zeug, das ist eher was für Karneval, meiner Meinung nach. Ja, das ist einfach ein Spectrum Highlighter, Drop, Geschichten, Gedönsen. Also sowas ist auch nichts für mich, weil herzlich willkommen in der aktuellen Situation. Ich kann leider so nicht mehr Karneval feiern oder so, weil das machen wir sonst immer schön im Februar oder im März, je nachdem, wie so Karneval fällt, ne? Das heißt, ich kann viele Produkte dann auch leider nicht mehr zweckentfremden. Ja, dann habe ich hier einen Stick und zwar Express Radiance Highlighter Stick von Douglas. Das ist dieser hier, der war auch mal in einem Adventskalender drin. Und da, wie schon gesagt, Highlighter Sticks, das ist nichts für mich. Und erst recht nicht die Farbe, das ist halt so ein richtig krasses Gold, ne? Das ist keine Cloudy-Farbe, nee. Das tut mir so weh gerade, ihr merkt das vielleicht auch. Ich liebe eigentlich Highlighter, ne? Und das sind hier echt Werte, die ich aussortiere. Dann habe ich hier von Catrice Golden Dust Highlighter Drops. Die werden auch weiter wandern, weil ich die, glaube ich, nie verwendet habe. Also,
Das hier ist von Nie, ein Liquid Highlighter. Den gibt es zu kaufen bei Dalton. Mrs. Strobe Liquid. Da durfte ich mich mal durch das Sortiment testen. Da muss ich gleich erstmal gucken, ob der überhaupt noch gut ist. Da habe ich das ein oder andere echt schon von aufgebraucht. Ne? Also ich habe den eigentlich auch ganz gut verwendet, aber ja, ich weiß nicht. Das tut mir so weh, ne? Und gerade diese Liquid-Produkte, deswegen, ich sträube mich davor, meine Sammlung von Lippenstiften durchzugehen. Hier habe ich von Belle Hypoallergenic den Illuminating Stick. Das ist dieser hier. Das ist halt wieder ein Stick. Also ich werde auch sowas nicht mehr groß behalten wollen, ne? Ja, man sollte immer so an sowas riechen, weil wenn es nach Knetgummi riecht oder so, dann ist das gekippt. Wenn das nach nichts riecht, ist alles tutti. Ja. Also sobald hier diese Geruch, Konsistenz, Haptik, ne, wenn sich sowas verändert, Farbe, dann sollte man drüber nachdenken, solche Produkte auszusortieren. Von My Little Beauty habe ich Smooth Criminal, das ist so ein, eigentlich ein Eyeliner. Das ist ein Eyeliner. Biologie mit Claudinchen. Nein, das soll eigentlich ein Lidschatten sein, Vater Paupière. Aber ich habe das als Highlighter identifiziert. Ja, aber für mich ist es halt weder noch tauglich, ne? Also als Lidschatten kann ich mir das vorstellen, weil das halt so sparkly ist. Aber bei mir funktioniert sowas nicht, weil ich habe Schlupflider. Dann brauche ich sowas nicht behalten. Ich glaube, das war vor einem Jahr in der Beautybox drin. Von Iconic London habe ich hier den Illuminateur. So ein ganz süßer, kleiner. Also ne? Ah, es ist niedlich. Da kommen einfach Muttergefühle auf und deswegen behält man sowas in der Sammlung, wenn man das süß findet. Dämlich. Und ja, der war jetzt just mal gerade in einem Adventskalender drin. Der ist mir aber zu dunkel. Ich habe den sogar schon mal in Full Size gehabt. Vor Jahren. Und warum behalte ich sowas und gebe das nicht direkt in eine Verlosung? Das ist immer so schade, ne? Naja, von Madara habe ich hier die Cosmic Drops Buildable Highlighter. Den musst du nicht aufbauen, der ist schon echt schnell da. Als ich damals, und deswegen wird er nicht irgendwo weiter wandern, weil der ist, glaube ich, nur 6 Monate haltbar oder so. Als ich damals mein Full Face mit, oder mein Schminki mit diesen Madara-Produkten gemacht habe, ja, habe ich das als Primer verwendet. Ich sah aus wie der Zinnmann. Echt richtig cool. Ja, also das ist richtig, richtig intensiv. Das ist richtig gutes Zeug. Also falls ihr auf sowas steht, gönnt euch das wirklich. Aber nicht vergessen, dass sowas halt auch irgendwann mal kippen kann. Das hat sich jetzt auch schon gekippt hier. Das riecht eigentlich noch gut, aber ich traue dem Braten nicht. Das ist schade. Ich weiß, dass ich so viele Leute damit glücklich machen könnte, ne? Weil ich weiß zum Beispiel, dass Nicole Nina Wien super gerne Madara mag, wobei ich glaube, die Cosmic Drops hat sie schon, ne? Dann hätte ich mir vorstellen können, dass die ein oder andere von Trashosaurus auch mal Bock auf die Nähprodukte gehabt hätte. ja, Mensch, egal. Dann habe ich hier von Ila Maska den Beyond Liquid Highlighter OMG aussortiert. Den habe ich in Puderform, finde den richtig geil. Aber in flüssiger Form ist er zwar schön, aber ich werde den im Leben nicht aufbrauchen. Also das mag ich einfach hier nicht von diesem Rausdrückvieh. Das ist mir zu wenig dosierbar. Denn das ist mir auch zu großes Geschmiere. Dann gebe ich mir den auf meine Hand und arbeite den ein, dann kommt er ins Gesicht und am Ende glitzert mein ganzer Körper. Herzlichen Glückwunsch, ne? Deswegen lieber so ein Vieh wie hier Charlotte Tilbury mit Schwämmchenapplikator und dann kann man das schöner machen. Naja, dann habe ich hier die Glowsherry von L'Oreal in Light Glow. Das war mal eine Limited Edition, glaube ich. Natürliches Glow Fluid. Habe ich auch als Primer verwendet. Da hat er ganz gut funktioniert. Aber ich habe halt eine trockene Haut, da funktioniert das eigentlich gar nicht so gut und blöde Applikation und so und riecht aber noch nichts, immer noch, wird weiter wandern. Dann habe ich hier von Averna Naturkosmetik, das wird bestimmt gekippt sein, Rose Tinted Highlighter, den hatte ich schon mal oder hatte ich mehrfach in Beautyboxen drin, der müsste gekippt sein, das ist ja Naturkosmetik, das hält sich nicht lange, ne? Ja, riecht sehr merkwürdig. Okay, vielleicht raucht er schon vorher so, ich weiß es nicht mehr genau. Ist halt sehr, sehr dezent. Er wäre jetzt haltbar bis 06.2022, aber ich will es nicht riskieren, Leute. Ne? Deswegen, der kommt weg. Und dann habe ich hier noch einen kleinen. Ach, ist der süß. Ja, den habe ich auch in einem Fullface Beauty Boxen ausprobiert, aber ich muss mir eingestehen, dass ich das einfach nicht verwenden werde. The Beauty Crop Glow Milk. Ja, ist ganz süß, ne? Aber das zu verteilen, das einzuarbeiten, da bin ich auch irgendwie,
Also ich befasse mich gerne mit meinem Make-up, wenn ich mich schminke. Das dauert 1,5 Stunden oder so, sitze ich hier ganz entspannt, schaue mir ein YouTube-Video an oder ne, schaue auf Netflix irgendeine coole Serie oder so. You zum Beispiel, mega empfehlenswert, ist krass. Aber wenn ich dann sowas und dann tropft mir das irgendwo hin und ich bin ein Tollpatsch und mag ich nicht so gerne. Also ich mag sowas einfach in der Form nicht gerne. Weiß ich nicht, warum das halt so in Dröpskes rauskommt, ne? So, ja, mit diesem Schwämmchen-Applikator, das finde ich ganz gut. Oder wenn das halt wirklich, wie halt hier, das hier, wäre gar nicht so verkehrt gewesen, wenn das halt eine andere Farbe gewesen wäre. Ja, egal. Dann habe ich hier von Forever Young Glow To Go, das ist ein Liquid Highlighter, den es mal auf Asam Beauty gab, beziehungsweise in einer Asam Beauty Wundertüte. Ja, nö. Also, ne, war glaube ich auch relativ wenig. Also hat man nicht so ultra viel von gesehen. Jedenfalls nicht so intensiv in Erinnerung. Nö. Ist ja nur ein Hauch von Glow, ne? Riecht auch nach nix. Siehst du nicht viel von auf der Hand. Nee. Wandert weiter. Ebenso wie, last but not least, Josephine Cosmetics Diu Yu. Das ist dieser hier. Vegan und cruelty free. Das ist alles super nice, aber irgendwann muss man realisieren, dass man es halt nicht verwendet. Und der hat halt auch so ein bisschen so einen Graustich mit dabei, ne? Ja. Es tut mir weh. Es tut mir wirklich weh, weil hier ist die Applikation eigentlich ganz geil, weil du hier halt dieses Vieh hast. Aber der ist halt müh zu kühl. Tatsächlich. Ja. Aber wie gesagt, ich habe nur ein ganz, ganz paar behalten. Sowohl Liquid Blushes als auch Liquid Highlighter. Die muss ich erstmal aufbrauchen, ne? Weil sowas kann kippen. Wenn du halt diese Puderprodukte hast, die kannst du halt 1A desinfizieren, das ist super. Aber wenn ich halt diese Liquid-Viecher habe, kannst du nicht. Ja gut, diese Blush- oder Highlighter-Sticks, die kannst du auch desinfizieren. Aber wie gesagt, Highlighter-Sticks ist nichts für mich. Und Blush-Sticks habe ich ja noch einige. Also ich bin traurig. Ernsthaft, also so viele geile Produkte, das tut mir echt ein bisschen weh. Wegen den Too Faced Paletten werde ich nochmal gucken, dass ich die dann irgendwie in der Verlosung gebe oder so, ne? Dass wenn ich demnächst Verlosungspakete packe, dass ich da einfach mal vorher nachfrage, ob die Gewinnerin dann Bock hätte, dass ich da eine von denen beipacke und so. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Flop-Video leider. Und ich werde weiter mich durchtesten und gucken, ob ich vielleicht euch noch vor dem einen oder anderen Fehlkauf bewahren kann. Und ja, bin auf jeden Fall traurig. Vor allem wegen der Holy-Palette. Da war ich ja damals echt scharf drauf, ne? Egal, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Video. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und aufgebraucht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!